Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Putins WM. Die Welt zu Gast bei Ex-Freunden. Guten Abend, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Dankeschön. Das ist ja ein reizender Empfang. Dankeschön. Die Bundeskanzlerin war heute Abend zu Besuch im Trainingslager der Fußballnationalmannschaft. Ob sie auch zum Turnier nach Russland fliegt und sich zum Beispiel neben Präsident Putin auf die Tribüne setzen will, das wissen wir noch nicht. Da hält sie sich einigermaßen bedeckt. Aber 77% der Deutschen glauben laut Umfrage, dass Wladimir Putin eben diese Weltmeisterschaft, das jetzt anstehende Turnier, dazu nutzen wird, um sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. Wie geht ein politisch geschickter Umgang genau damit? Darüber wollen wir diskutieren. Und bei uns ist die grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms, die fordert, dass deutsche Regierungsvertreter deshalb nicht zur WM nach Russland fahren sollten. Der Ehrenvorsitzende der CSU, Edmund Stoiber, ist da, der für eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Russland plädiert. Sehr viel russlandkritischer ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen von der CDU. Gregor Gysi von der Partei Die Linke ist da und der 82-fache Nationalspieler Arne Friedrich, der 2 Weltmeisterschaften gespielt hat. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Friedrich, Sie haben von 2002 bis 2011 in der Nationalmannschaft gespielt, haben zum Beispiel das Turnier in Deutschland 2006 gespielt, glaube auch alle Spiele durchgespielt. Da hat man ja eine Menge Druck und 5000 Sachen, an die man zu denken hat, sportlich allein. Spielt es dann für die Nationalspieler eine Rolle und bedeutet es ihnen was, wenn zum Beispiel eine Bundeskanzlerin auf der Tribüne sitzt? Also Sie haben es schon richtig gesagt, der Druck eines Fußballspielers ist schon enorm, gerade bei so einem Turnier, wenn man bedenkt, dass beim Eröffnungsspiel, ich glaube gegen Costa Rica, waren 1 Milliarde Zuschauer insgesamt an den TV-Schirmen. Das ist schon enormer Druck, damit muss man erstmal umgehen können. Aber wir persönlich haben uns immer sehr, sehr gefreut, wenn die Bundeskanzlerin da war. Es ist ein schönes Gefühl, dann eben auch die Unterstützung zu wissen und wir haben es immer sehr genossen. Und das kriegt man dann auch mit, das wussten Sie? Das wussten wir. Es wurde relativ kurzfristig vorher Bescheid gesagt. Wir hatten gerade noch die Möglichkeit, uns Handtücher umzulegen nach dem Spiel. Ach so, wenn sie in die Kabine kam. Genau, sie kam ja auch zu uns in die Kabine. Aber es war wirklich immer ein ganz, ganz tolles Erlebnis und hat uns sehr viel Freude bereitet. Nun sind Sie ein erklärter Fan dieser Bundeskanzlerin, haben Angela Merkel auch im Bundestagswahlkampf unterstützt und wissen gleichzeitig, natürlich muss man sagen, um die besondere politische Brisanz dieses jetzt anstehenden Turniers in Russland. Ich weiß nicht, würden Sie sich wünschen, dass sie hinfährt? Entscheiden wird sie es. Ich persönlich würde es mir wünschen, weil ich weiß, dass es der Mannschaft ganz bestimmt gut tun würde und wird. Heute ist die Bundeskanzlerin auch bei dem Team gewesen in Südtirol. Und man muss ja immer schauen. Im Grunde genommen, Fußball, man muss unterscheiden, gesellschaftspolitisch, parteipolitisch etc. Und im Grunde genommen, wenn die Bundeskanzlerin nach Russland fliegt, dann wird sie die Mannschaft unterstützen. Und ich denke mal nicht in dem ersten Sinn eben die politischen Dinge berücksichtigen. Und ich persönlich würde es für gut heißen, aber am Ende wird die Bundeskanzlerin entscheiden. Andere Regierungsvertreter anderer Länder haben sich bereits entschieden, genau nämlich nicht hinzufahren zur Weltmeisterschaft in Russland, obwohl es ihnen, werden Sie gleich sehen, echt schwer gefallen ist. Der isländische Präsident Jóhannesson und seine Frau in einem Werbefilm für ihr Nationalteam, das erstmals bei einer Fußball-WM dabei ist. We're incredibly proud of our team and their accomplishment. Aber bei allem Stolz werden keine isländischen Regierungsvertreter nach Russland reisen. Der Grund? Der Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Skripal in London. Island will so seine Solidarität mit Großbritannien ausdrücken. Denn aufgrund des Skripal-Falls kündigte auch die britische Premierministerin Theresa May schon im März an, dass ihre Regierungsmitglieder der WM fernbleiben. Und in einem offenen Brief, initiiert von unserem Gast Rebecca Harms, schreiben 60 Europaabgeordnete aus 16 Ländern: Solange Putin illegal die Krim besetzt, Ukrainer als politische Gefangene hält und den Krieg in der Ostukraine unterstützt, können wir nicht so tun, als sei der Gastgeber dieses Turniers unser gastfreundlicher Nachbar.
Unsere Regierungen sollten die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland boykottieren. Was heißt es genau, Frau Harms? Sie wünschen sich, dass kein Minister, nicht die Bundeskanzlerin, nicht der Bundespräsident, nicht der Bundestagspräsident fährt. Ist es das? Es geht mir und den anderen Kollegen aus sehr unterschiedlichen, gerade auch aus osteuropäischen Ländern, darum, dass die Hochkaräter der Politik nicht Präsident Putin die Ehre erweisen. Die Weltmeisterschaft wird so wie andere internationale große Sportereignisse in Russland inszeniert, ist dahin geholt worden, damit Präsident Putin nach innen Stärke zeigen kann und seinen russischen Bürgerinnen und Bürgern zeigen kann, seht her, wenn wir einladen, dann kommen sie doch alle. Und es wird damit meiner Meinung nach legitimiert vieles, was Präsident Putin zu verantworten hat. Der Ukraine-Krieg, die Krim-Besetzung, wir könnten auch über Aleppo reden. Die Niederländer sind im Moment besonders am Abwarten, was das eigentlich wird mit MH17. Da wird immer noch nichts zugegeben. Ja. Das war die Passagiermaschine, die abgeschossen mit worden einer, ist. Mit einer, wie jetzt nachgewiesen wurde, Rakete, die von einer russischen Brigade, einer Brigade der russischen Armee aus Kursk in die Ostukraine transportiert worden ist, vor dem Abschuss. Und es gibt viele Gründe, warum man unserer Meinung nach eben nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel des Präsidenten und seiner engen Umgebung machen kann. Das bedeutet nicht, dass man insgesamt diese Fußball-Weltmeisterschaft boykottieren sollte. Ich bin auch übrigens immer der Meinung, dass Politiker, die fahren wollen und sich mit diesen Problemen reiben wollen in Russland, dass sie das machen könnten. Also wer zum Beispiel sich darum bemüht, politische Gefangene wie den ukrainischen Filmregisseur Sentsov zu besuchen, ja, und die Erlaubnis bekommt oder Druck machen kann für Freilassung von politischen Gefangenen, der soll das tun. Aber und der danach nicht Business dann as usual. Auf der Tribüne sitzt, das fänden Sie dann in Ordnung in der Kombination oder wie verstehe ich? Also ich finde, dass man als Politiker mehr Möglichkeiten hat, diese Situation auch zu nutzen, um bestimmte Anliegen, die in Russland untergepflügt werden, zu vertreten. Man muss es aber wollen. Und die Mannschaft, das muss ich dann auch noch sagen, ich glaube, die Mannschaft, die wäre auch in der Lage zu verstehen, warum zum Beispiel die Briten oder warum die Isländer nicht fahren. Die wären auch in der Lage zu verstehen, warum Angela Merkel jetzt in der Kabine war oder bei der Vorbereitung war und mit einer politischen Begründung, dass das im Moment nicht zu legitimieren ist, wegbleibt. Das ist natürlich ein Punkt, den man diskutieren kann und wo es jetzt auch kein richtig oder falsch gibt. Ich habe jetzt nur aus der Sicht der Spieler gesprochen und aus meiner persönlichen Sicht, habe eine ganz klare Stellung diesbezüglich bezogen, verstehe Ihren Punkt allerdings auch. Und natürlich, die Situation ist brisant, aber man muss halt immer schauen, was für Zeichen setzt man. Also der Sport allgemein ist für Menschen da. Natürlich muss man unterscheiden, Politik, Fußball. Der Fußball hat eine große Verantwortung, vielleicht können wir da auch später noch drüber sprechen, was das Gesellschaftspolitische angeht, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber ich verstehe Ihren Punkt auch auf jeden Fall und darüber kann man und muss man diskutieren. Herr Stoiber, wie geht Ihre Haltung in der Frage? Ich will dazu noch mal sagen, Sie haben zuletzt in einem Namensartikel für die FAZ geschrieben, der Westen solle Russland als gleichberechtigten Partner anerkennen. Das hat für einigermaßen viel Aufmerksamkeit gesorgt und haben festgestellt, es gäbe eine unruhigende Entfremdung zwischen dem Westen und Russland zu überwinden. Das ist zumindest Ihr Anliegen, was Sie da kundtun. Heißt das auch, und würde das bei der Überwindung helfen, dass Angela Merkel sehr wohl nach Russland fahren sollte und dort neben Wladimir Putin auf der Tribüne säße und damit ja das bedient, was, ich habe die Umfrage zitiert, viele Menschen so wahrnehmen, dass sie damit das politische Kalkül von Putin bedienen würde? Also ich kann die Argumentation, Theresa May hat das ja im Parlament dargelegt, warum sie auf keinen Fall die englische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begleiten oder besuchen wird. Ich kann das nachvollziehen, ich halte es aber nicht für richtig oder ich halte es für falsch. Diese Fußball-Weltmeisterschaft ist sicherlich das größte
Ereignis, Sportereignis weit über die Olympiade hinaus, denn das Endspiel vor 4 Jahren oder das Öffnungsspiel waren nicht 1, sondern fast 2 Milliarden Menschen. Es gibt also ganz. Das Endspiel ist ja ein Unterschied zum. Ja, nein. Also ich habe die offiziellen Zahlen, die gehen sogar, dass das Endspiel von fast der Hälfte der Menschheit 2014 angesehen worden ist. Und das ist natürlich mit das größte Ereignis. Wir haben in dieser Welt so viel Spannungen, wie es eigentlich ich mir nach dem Ende des Kalten Krieges nicht habe vorstellen können. Das ist richtig, dass wir eine Entfremdung zwischen Russland und Europa und natürlich im Besonderen auch Amerika und zum Teil auch umgekehrt haben. Eigentlich braucht man sich ja nur ansehen, wie sich die Sicherheitskonferenz in München in den letzten Jahren entwickelt haben. Da ist sozusagen die Wortwahl von Lavrov, dem russischen Außenminister, immer härter geworden, aber auch die Antworten sind immer härter geworden. Und ich glaube, dass wir bei solchen Ereignissen, dass nicht nur Sportereignisse, sondern auch gesellschaftliche Ereignisse, verbindende Ereignisse in der Welt sind. Aber deshalb frage ich, ja, finden Sie sich dann vor dem Hintergrund, den Sie selber noch mal schildern, richtig, dass Angela Merkel dann zum Beispiel oder der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die Minister auf der Tribüne sitzen oder nicht? Also bei den Olympischen Spielen in Sochi war Gauck, der Präsident, Bundespräsident Gauck, aus den politischen Gründen nicht in Sochi. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Das heißt also, das ist für mich Symbolpolitik, dass man bei einem Ereignis, wo die Welt zuschaut, wo es einen sportlichen Wettbewerb gibt, wo es das eigentlich vielleicht das größte Lagerfeuer in der Welt gibt, dass dort die Repräsentanten, es geht mir gar nicht um die Politiker, die Repräsentanten der Nationen, die dort teilnehmen oder auch andere, die nicht teilnehmen oder teilgenommen haben und ausgeschieden sind, nicht teilnehmen. Und ich sehe ja zum Beispiel, schauen Sie sich mal die Olympiade an. Sie haben nicht geglaubt und ich genauso wenig, dass bei dieser Olympiade es möglich ist in Pyeongchang, dass es möglich ist, dass am Ende aus verschiedenen Gründen eine koreanische Mannschaft aufgelaufen ist. Und dass es da auch Nordkorea und Südkorea. Nordkorea gemeinsam. Und Südkorea. Das ist Eishockeymannschaft. Dass ja. es da natürlich auch eine Entwicklung gegeben hat, die nicht jetzt durch die Olympiade begründet worden ist, aber die Gelegenheit wurde genutzt. Und wir reden so viel oder so wenig miteinander. Und deswegen bin ich der Meinung, jede Möglichkeit, das Gespräch mit Putin, das Gespräch mit den Russen oder wem auch immer zu führen, halte ich für gut. Denn ohne Reden können wir die Probleme nicht überwinden, die groß sind. Und ich bleibe noch einmal dabei, wir haben eine enorme Entfremdung. Wir haben eine wirklich kritische Lage und was Sie angesprochen haben, von Syrien, Aleppo bis hin zu MH17, der holländischen Maschine, die abgeschossen worden ist und wo sich die Dinge so verdichten, dass das wohl eine russische Rakete gewesen ist. Das ist ja klar, aber auf der anderen Seite, trotzdem müssen wir ja mit denen reden, die auch Teil der Lösung sind. Und schauen Sie, wie schnell sich die Dinge verändern. Heute brauchen wir Russland zur Lösung der Probleme mit dem Iran. Das hat man sich vor einem Jahr nicht vorstellen können. Das heißt also, Russland ist ein Teil des Problems in der Welt, aber sie ist natürlich auch ein Teil der Lösung. Und deswegen muss ich, wenn es Teil der Lösung ist, auch versuchen, mit denen immer im Gespräch zu bleiben, den Kanal offen zu halten, die Kontakte zu nutzen. Und okay. Eine solche Weltmeisterschaft ist ja nicht nur eine russische Angelegenheit. Das ist eine Angelegenheit, da sind 32 Nationen unmittelbar beteiligt und die anderen schauen auch zu. Und Frau Hans, also reine Symbolpolitik, wenn man dann sagt, man nutzt die Chance gar nicht, etwa auch um Gespräche zu führen? Also Gespräche werden ja sehr viele geführt. Also ganz aktuell in den letzten Wochen waren Herr Altmaier, Frau Merkel, Herr Maas, Herr Macron, der französische Außenminister, um die wichtigsten EU-Größen zu nennen, in Moskau und haben sowohl mit Lavrov als auch mit dem Präsidenten Putin geredet. Also man braucht die Tribüne der Weltmeisterschaft nicht, um Diplomatie in all diesen schwierigen Fragen, sei es Iran, sei es Syrien, sei es Ukraine, zu machen. Diese Tribüne in Moskau
die bringt ein ganz anderes Signal. Diese Tribüne ist ein Ort, der für Wladimir Putin von ungeheurer Bedeutung ist. Und Sie haben Sotschi angesprochen. Sie haben Sotschi angesprochen. Ich bin bis heute froh, dass Gauck sich so entschieden hat. 3 Tage nach dem Ende der angeblich friedensbringenden Olympischen Winterspiele in Sotschi ist die Krim besetzt worden. Ist das alles losgegangen? Kurz danach ist der Krieg in der Ostukraine losgegangen. Also ich finde, Gauck kann das bewegen? Bis heute was soll Gauck, das bedeuten? Was soll das bewegen? Löst das irgendein Problem? Die Probleme werden durch Diplomatie gelöst. Die Tische für die Diplomaten stehen in Minsk, die stehen in Genf und anderswo. Und ich bin sehr froh, dass die Europäische Union zum Beispiel in all diesen Phasen der Eskalation Russlands in Osteuropa immer auf Diplomatie gesetzt hat und immer alle diplomatischen Kanäle offen gehalten hat. Ein großes Problem der deutschen Diskussion ist meiner Meinung nach, und ich beobachte das ja sehr stark aus Brüssel und aus Osteuropa, dass die Deutschen sich gegenseitig einreden, dass es zu wenig Gespräch gibt. Es gibt seit 2014/15 die intensivsten Bemühungen der europäischen Diplomaten mit Russland bessere Ergebnisse zu erreichen. Also ich möchte da kurz einmal einhaken. Gerne, natürlich. Im Grunde genommen, ich möchte nur an der Stelle widersprechen, dass ich finde, dass die Weltmeisterschaft, das Turnier, eine Bühne der Sportler ist in erster Linie und nicht der Politik. Allerdings, ich verstehe natürlich auch die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, aber ich finde dennoch, man sollte es auch zum Beispiel nicht Putins WM nennen. Also im Grunde genommen, es ist nicht Putins WM, es ist die WM von uns Menschen. Fußball, Sport soll völkerverbindend sein und ich glaube, dass mit dieser Gestik, dass man nicht zur WM fährt, eben falsche Zeichen setzt diesbezüglich, ist meine Meinung, weil ich finde, das sind Punkte, über die muss man diskutieren und wie ich es ja eben schon sagte, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber in erster Linie gehört die Bühne den Sportlern und den Menschen allgemein. Ich kann mich noch daran erinnern, 2010 hat Oliver Bierhoff zu uns Spielern gesagt, versteht euch als Botschafter des Landes. Geht mit Respekt auf den Menschen zu in Südafrika, seid höflich, seid freundlich. Und ich glaube, dass der Fußball eine unglaubliche Chance hat, Menschen zu verbinden, auch eben gesellschaftspolitisch sich eben einzubringen und eben über diesen Wege eben auch gute und vernünftige Zeichen nach draußen setzen, die vielleicht die Politik nicht schafft. Herr Röttgen, wir haben die WM, Arne Friedrich hat es natürlich sofort spitz gekriegt, mal flapsig, Putins WM genannt. Ist das so? Weil die Vermutung der 77% der Deutschen, die laut Umfrage ja damit rechnen, dass es genau Wladimir Putin zu seinem politischen Vorteil nutzen wird, dass dieses Großturnier jetzt ansteht, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Kann man diese WM nehmen wie jede andere WM oder geht das nicht? Nein, natürlich spielt die politische Lage des Landes und sein Verhalten, sein außenpolitisches Verhalten eine Rolle. Das kann man nicht, davon kann man nicht abstrahieren, man kann das nicht ignorieren. Und natürlich stimmt es auch, dass Wladimir Putin diese WM für sich nutzen will. Er will es natürlich, er will von sich und dem Land ein positives Bild zeichnen. Er will vielleicht auch alles verharmlosen und schön für sich machen. Das stimmt. Das ist ein Teil sozusagen dieser WM, weil sie dort stattfindet unter dieser Politik. Aber meine Position ist eine andere, als die Frau Harms vorgetragen hat. Obwohl wir russlandpolitisch eigentlich völlig übereinstimmen, sind wir in dieser, das ist seit Jahren so, obwohl wir uns darüber eigentlich noch nicht unmittelbar ausgetauscht haben, aber unsere öffentlichen Äußerungen sind immer übereinstimmend, bin ich an dieser Stelle anderer Meinung und zwar aus 2 Gründen. Das eine ist dieses Sportargument, das haben Sie, muss ich nicht lange wiederholen. Es ist sozusagen auch sozusagen politische Präsentation, aber ich finde, es ist am meisten eben doch Sport. Es sind Hunderte von Millionen Menschen, die sich damit identifizieren. Es ist Völkerbegegnung, es ist ein sportlicher Wettkampf. Und das ist es am allermeisten, Putin hin oder her instrumentalisiert ist. Aber er kann es nicht völlig sozusagen okkupieren. Und es wird ein Teil sein, aber es ist nicht das Wesentliche. Da stimme ich Ihnen zu.
Nun spielt die Bundeskanzlerin ja, soweit wir wissen, nicht mit. Nein, sie stimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem so gesehen, ja, ist auch könnte man da ja anders entscheiden trotzdem, und sagen, ja, sie darf nicht auf der Tribüne sitzen, genau wie es Frau Harms richtig findet, wie es Island und Großbritannien entschieden haben. Aber trotzdem, das ist mein Argument, warum ich sage, bei sozusagen, darum nehme ich solche Ereignisse in den, sagen wir mal, in den Katalog von Sanktionsinstrumenten im Grunde erstmal gar nicht rein. Nicht rein. In äußersten Fällen, wenn es eine unmittelbare kriegerische Invasion, Aktion geben würde, finde ich, dann ist es so dominant, dann kann man das nicht. Aber generell, finde ich, sollte der Sport aus diesen Gründen und solche Veranstaltungen nicht Teil des politischen Sanktionsinstrumentariums sein. Zweiter Grund, warum ich dagegen bin. Ich bin dagegen, weil ich prinzipiell der Auffassung bin, dass Sanktionen ein ganz wichtiges außenpolitisches Instrument sind, des Westens besonders. Denn wir antworten. Ist da jetzt kein Widerspruch? Nein, ich glaube nicht, dass ein Widerspruch ist, sondern Sanktionen, denn Sanktionen brauchen auch einen Sinn. Sanktionen haben eine Rationalität als außenpolitisches Instrument. Wir setzen es ja ein, weil wir auf der Ebene, auf der Putin handelt, Krieg, Gewalt, nicht antworten. Darum ist das sozusagen unsere Art, Politik zu machen. Aber nicht sozusagen, je mehr Sanktionen, desto besser, sondern Sanktionen haben auch eine Rationalität. Die erste ist, derjenige, an den man sich wendet, der muss auf diese Sanktionen antworten können. Also Beispiel Iran, wenn ihr euer Nuklearprogramm stoppt, dann bekommt ihr Sanktionserleichterungen. Ich frage mich, wie soll jetzt Putin auf diesen Boykott denn antworten? Den politischen Boykott, der ist auch so eine Art Sanktion. Er kann darauf nicht reagieren. Und das Zweite ist, Sanktionen sollten... Er könnte merken, dass man nicht alles durchgehen muss. Ja, das merkt er auch, und darum sind die Sanktionen richtig, darum ist das Reden darüber, die Sanktionen aufzuheben, falsch. Aber auf diese Sanktion könnte er nicht reagieren. Und zweitens, er könnte darauf nicht reagieren. Zweitens, ich glaube, dass sie auch kontraproduktiv wären, denn zu dem Narrativ Putins, mit dem er seine Macht speist und begründet, zählt auch sozusagen das Opfernarrativ. Der Westen respektiert uns nicht, der mag uns nicht, der nimmt uns nicht als ebenbürtig, der versaut uns alles. Und das würde er wieder, es würde ihm sozusagen in die Karten spielen, er würde sagen, sind wir hier Gastgeber, wir geben uns alle Mühe, wir wollen nur ein Sportereignis machen, und dann schon wieder spucken sie uns in die Suppe, und das richtet sich nicht gegen mich, sondern es richtet sich gegen unser russisches Volk. Und darum würden wir am Ende Putin helfen, und darum bin ich dagegen. Herr Gysi, kann man wirklich die Haltung einnehmen, dass diese jetzt anstehende Fußball-Weltmeisterschaft eine WM wie jede andere ist? Keine WM ist wie jede andere. Wir stehen ja sowieso vor komplizierten Fragen. Wenn die Bevölkerung gefragt wird, sagt sie in der Regel in demokratischen Ländern Nein zu Olympischen Spielen und zu solchen Weltmeisterschaften, weil zu teuer etc. Dann sage ich mal meinen Leuten, aber dann finden wir uns doch damit ab, dass es nur noch in Diktaturen oder Halbdemokratien stattfindet. Ich sag's mal, wenn wir immer Nein sagen. Also da muss man sowieso über die Zukunft Gedanken machen. Wir bewerben dass uns die Fußball-Weltmeisterschaft, um ja, Fußball, pass mir auf, ich weiß, ich sagte Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Damit die These stimmt. Sehr gut, ja. Das Zweite, was ich sagen will, ist, dass wir natürlich vergessen, dass da bestimmte Dinge laufen bei der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften. Ich sag mal Stichwort Katar und so weiter, was nicht geht. Das muss man wirklich ändern. Ich bin auch gar nicht dafür, dass wir wahnsinnig viele Dienstreisen zu Sportereignissen finanzieren. Das müssen ja alles die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen. Aber ich bin strikt gegen den von Ihnen gewünschten Boykott. Ich wünschte mir, dass der Bundespräsident, auch die Bundeskanzlerin, auch der Präsident des Bundestages hinführen. Weil unser ganzes Verhältnis zu Russland falsch ist. Wissen Sie, zum Beispiel, die sagen wegen des Giftgasanschlages auf den ausgetauschten ehemaligen Spion. Ich habe jetzt nicht die Zeit, aber ich könnte Ihnen sagen, es ist völlig unlogisch, dass Russland dahinter steht. Es ist auch noch gar nicht bewiesen. Aber schon gibt es Sanktionen. Genauso war es in Syrien und bei anderen Gelegenheiten. Natürlich, Krim, sage ich auch, ist völkerrechtswidrig. Aber das Kosovo, ich meine jetzt nicht den Einmarsch. Nicht? Doch. Aber ich bin auch nicht fertig. Aber das Kosovo, ich meine nicht den Einmarsch, das ist ein anderes Thema, war ich auch dagegen. Aber das Kosovo zu trennen, ohne Genehmigung des Zentralstaates, verletzt die territoriale Integrität. Was glauben Sie, was mir in Moskau gesagt worden ist? Kosovo. Was glauben Sie, was mir im Nordirak von Barzani gesagt worden ist? Kosovo. Die Katalanen argumentieren mit dem Kosovo. Der Westen hat das erste Beispiel gesetzt. Und ich bin gegen Vorverurteilung. Und ich sage Ihnen auch ganz und klar, jetzt sind wir angewiesen auf Russland, um die Sache mit dem Iran zu retten. Der Handelskrieg wird nicht von Russland eröffnet, sondern von den USA gegen die EU. Der
Trump ist unberechenbar. Und wir brauchen ein anderes Verhältnis zu Russland, weil Frieden und Sicherheit in Europa ohne und gegen Russland nicht funktioniert. Herr Kiesig, wir haben uns mal die Mühe gemacht und überall nachgefragt, wer denn nun eigentlich vorhat, zur WM nach Russland zu fahren. Und soweit wir jetzt erfahren haben, der Bundespräsident will nicht fahren, der Bundestagspräsident will nicht fahren. Alle Minister wollen nicht fahren, mit Ausnahme interessanterweise des Bundesinnenministers, der ist freilich auch zuständig, von Horst Seehofer, der gesagt hat, Herr Stoiber, da kommt gleich ein interessanter Widerspruch, den wahrscheinlich nur Sie uns erklären können, aber der heute in der Bild am Sonntag gefragt hat, wieso soll ich nicht fahren, wenn mein Terminkalender das zulässt, werde ich fahren. Wir sollten den Sport nicht politisch instrumentalisieren. Das war schon immer meine Meinung. Stimmt nicht so ganz, denn 2014 hat eben jener Horst Seehofer gesagt, noch in anderer Funktion, bleibt Putin bei seiner Linie, kann ich mir eine WM in Russland nicht vorstellen. So wie das zusammenpasst, können Sie uns wahrscheinlich erklären. Da müssen Sie ihn selber fragen, aber es ist natürlich so, dass wir vor allen Dingen im Süden, in Bayern, ja mit Ende der Sowjetunion versucht haben, Beziehungen aufzubauen, jetzt in der Kulturpolitik, im Schüleraustausch, in dem Austausch von Ärzten in unterschiedlicher Situation, mit den Wirtschaftsannäherungen und so weiter. Und es war den politischen Annäherungen. Ja, und es war ja natürlich auch eine Zeit, Frau Will, da muss man jetzt ganz, man muss einfach nochmal einen Blick zurückwerfen. Wir kamen aus dem Kalten Krieg mit den Schwierigkeiten, die die Welt damals zu meistern hatte. Die bipolare Welt, Washington und Moskau bestimmten sozusagen das Weltgeschehen. Wir hatten damals in der Tat alle die Hoffnung, dass mit Übernahme Putin nach Jelzin in der Tat sich eine Entwicklung im Hinblick Gemeinsamkeiten zwischen Europa und Russland, die Eurasische Union mit der Europäischen Union zusammenarbeitet. Der Vorschlag von Putin 91 im Deutschen Bundestag, das war noch ein anderer Putin. Zwischen Vladivostok und Lissabon sozusagen den freien Handel zu. Wollen wir das doch angehen? Ein großes Projekt. Es ist damals diskutiert worden, ob Russland Teil der NATO werden soll. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Rede, die er damals in Deutschland gehalten hat, 91, hat unendliche Hoffnungen gemacht. Und er sagt natürlich immer wieder, diese Hoffnungen sind vom Westen und vor allen Dingen von den Vereinigten Staaten von Amerika zunichte gemacht worden. Die Russen seien über den Tisch gezogen worden und sie fühlten sich natürlich bestätigt, als der Präsident Obama 2014 auf die Diskussion von Mitt Romney, seinem Mitherausforderer, der sagte, Russland sei doch eigentlich die große Herausforderung für Amerika. Da hat Obama einen Satz gesagt, auf Deutsch, Russland ist nur eine Regionalmacht. Sie spielt nicht auf unserer Bühne. Und ich meine, das ist einer der verhängnisvollsten Sätze gewesen, weil sie die Russen in ihrer Gefühlslage, die gerade angesprochen worden ist diese Gefühlslage bestätigt worden ist. Und ich meine, das erschwert natürlich alles. Trotzdem haben sich die Situationen 90, 91, 93, 95, die Chancen sind nicht ergriffen worden. Ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen. Nur heute, ich war ja ehrlich gesagt auch zwischen 2014 und 2018, wo Herr Seehofer seine Meinung noch mal komplett verändert hat. Und er also, ja, deswegen noch mal festhalten, jetzt als einziger schon den festen Plan geäußert hat, zum Turnier nach Russland zu fahren. Ja, was soll denn daran falsch sein? Ich darf das noch mal sagen. Ich meine, natürlich hat Horst Seehofer... Die anderen finden es falsch. Das ist dann natürlich auch ein Unterschied. Wenn ich das Horst Seehofer war 2017 zum zweiten Mal in Moskau und hat ein sehr langes Gespräch mit mir zusammen mit Putin geführt. Mhm. Ein Jahr später, 2017, wieder in Moskau. Mhm. Wir haben über alle Fragen sehr kontrovers und sehr offen gesprochen. Also ob das die Ukraine war, ob das Syrien war, die Probleme, die entstehen, etc. etc. Aber wir haben auch angeboten,
was man machen kann, nämlich dass man unterhalb der großen Politik eben auch Konstanten schafft, ob das der Petersburger Dialog ist, ob das der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ist, ob das das deutsch-russische Rohstoffforum ist, wo man versucht, auf universitärer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene und vielleicht auch auf politischer Ebene Kontakte zu halten, Verbindungen zu halten, Vertrauen zu halten. Und eines, was ich hier deutlich machen will, die russische Bevölkerung, lassen Sie mal jetzt Putin weg, okay. Die russische Bevölkerung, und das ist für mich ein Phänomen, dass er auch meine Meinung ein Stück verändert hat in den 90er Jahren. Ich brauche an Auseinandersetzung mit Moskau nichts mehr lernen. Ich war mit der härteste kalte Krieger mit Franz Josef Strauß oder an der Seite von Franz Josef Strauß. Das muss ich ganz offen sagen. Aber was hat es am Ende gebracht? Ich muss auch Das Ende der Sowjetunion. Ja, ich muss aber auch sagen, natürlich die Härte und die Konsequenz, das ist keine Frage. Aber auch der Gesprächsfaden, der ohne, das sage ich hier, ohne die Entspannungspolitik, die ich heftigst bekämpft habe, diese Entspannungspolitik im Nachhinein, muss ich sagen, hat sie einen wesentlichen Teil der gesamten politischen Situation erbracht, die am Ende die Wiedervereinigung gebracht hat. Nur, wir sind ja bei dem Thema jetzt Fußball-Weltmeisterschaft und Russland. Ja. Wir haben jetzt sechs Jahre, haben Sie den Präsidenten, der gerade wie auch immer mit 77% gewählt worden ist. Wie auch immer. Das heißt, Sie müssen mit diesem Präsidenten versuchen, die Probleme, die großen Probleme zu lösen. Dafür. Und ich glaube, dass wir da noch ein Stückchen mehr machen können. Ich halte es, du weißt, dass ich da anderer Meinung bin, ich halte diese Sanktionspolitik so wie sie gehandhabt wird. Und die wird natürlich immer schwieriger werden, wenn ich heute an Italien denke. Schauen Sie sich mal die Koalitionsvereinbarung in Italien an. Das sind Hommagen an Russland. Das entsteht sozusagen. Aber das zeigt natürlich, wie schwierig das werden wird. Und deswegen muss man sie genau begründen. Was bringen sie? Und schaden Sie nicht mehr, als Sie gegenwärtig nutzen. Ich will noch mal mit Ihnen draufschauen, wie im Moment mit Freiheitsrechten zum Beispiel umgegangen wird, mit Menschenrechten in Russland. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. In Saudi-Arabien. Wir reden gerade über Russland. Und dabei würde ich gerne bleiben. Deshalb schauen wir uns mal kurz an den Fall des Kollegen Seppelt. Hajo Seppelt, ARD-Sportjournalist. Er enthüllte den Skandal um russisches Staatsdoping 2014. Anfang Mai bekommt er die Nachricht, dass er nicht zur Fußball-WM nach Russland einreisen dürfe. Sein Visum sei ungültig. Mit der Begründung, dass meine Person auf einer Liste unerwünschter Personen in Russland stehen würde. Nähere Angaben hat man dazu nicht gemacht. Die Kanzlerin schaltet sich ein. Seppelt bekommt schließlich das Visum. Allerdings ist derzeit noch nicht entschieden, ob er nach Russland reist. Auch sicherheitsrelevante Aspekte sind zu beachten. Klar ist, das Ganze ist für Russland offensichtlich eine staatstragende Affäre. Es sind viele offene Fragen. Wir müssen auch berücksichtigen, dass mich ein staatliches Untersuchungskomitee befragen will in Russland zu unseren Recherchen. Dieses Komitee warnt, sollte Seppelt jetzt das Gebiet der Russischen Föderation betreten, wird das staatliche Ermittlungskomitee erneut Mittel ergreifen, um ihn zu befragen. Und der Chef des russischen Journalistenverbandes nennt Seppelt einen Propagandisten. Man solle ihn in Russland unbedingt unter Schutz stellen, damit er nicht zufällig von einem Kenner seines journalistischen Talents verprügelt wird. Herr Gysi, ist das hinnehmbar? Wie bitte? Ist das hinnehmbar? Naja, also ich glaube, dass ihm gar nichts passieren würde, gerade weil jetzt die Situation so ist, wie sie ist. Aber ich sage gar nicht, dass das hinnehmbar ist. Ich kritisiere doch Putin auch, zum Beispiel seine Politik gegenüber Schulen und viele andere Bereiche. Das ist gar nicht mein Problem. Ich sage nur, er kam in den Bundestag, hat Angebote gemacht für wirtschaftliche und Verteidigungszusammenarbeit. Der Westen konnte nicht aufhören zu siegen, hatte das gar nicht nötig. Das Zweite, Sie sagen, das Flugzeug, das ist wahrscheinlich aus Versehen tatsächlich passiert im Krieg. Aber Moment. Aber aus Versehen hat die NATO einen Zug bombardiert in Jugoslawien. Da ist niemals Schadenersatz geleistet worden. Es war eben nur mal ein Versehen. Wissen Sie, das Schlimme ist, dass am Ende des Form Kalten Krieges diese Chance nicht genutzt worden ist, um ein anderes Verhältnis zu Russland herzustellen, weil der Westen in Bezug zunächst auf die Sowjetunion und dann auf Russland nicht aufhören konnte zu siegen. Und ich sage noch etwas, was ich
auch schlimm finde. Die Fußball-Weltmeisterschaft vergeben ja nicht wir, sondern andere. Mhm. Und dann sagen wir immer, das sind die falschen Länder, sage ich mal, und richten uns danach dann mit Boykott oder nicht Boykott. Ich glaube, das wird auch dem Fußball und der Sehnsucht von Millionen Menschen nicht gerecht. Dass dort Dinge verändert werden müssen, ist klar. Dass in Russland Dinge verändert werden müssen, ist auch klar. Aber nicht hinzufahren. Und außerdem, welche Staatsoberhaupt nutzt denn nicht Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften für sich? Das macht ja nun jeder. An dem Fall Seppelt, hat auch Frau Merkel Sie gemacht. Sie knüpft sich aber ja doch die Frage an. Das ist ein Journalist, der dort hinfahren will. Ja, und jetzt haben will. Sie ihm doch ein Visum gegeben. Muss man Mann, Merkel, muss ich jetzt Merkel, dieser Untersuchungskommission ja, noch stellen. Passen Sie auf, jetzt und kann doch Merkel wieder telefonieren und sagen, was soll das? Erst gibt er ihm kein Visum, dann rufe ich an, dann gibt er ihm ein Visum. Und jetzt höre ich davon, das lässt sich diplomatisch alles klären, sodass sie dann garantieren kann, ihm passiert nichts oder es nicht kann. Wenn sie es nicht kann, dass kann das er nicht fahren. Das eine Frage also, war. So ist Frau, aber sie dürfen selber zu, nicht einreisen Ländern, nach Russland. Sie, ja, ist das so leicht? Ich kann Ihnen viele Länder nennen. Ich sage ja Halbdemokratie. Also, Diktaturen gibt es alles. Da finden überall auch Sportereignisse statt. Wollen wir die alle boykottieren? Nein, das kann doch nicht die Antwort sein. Ich bitte Sie, wir brauchen bessere Beziehungen zu Russland. Gerade um Einfluss zu nehmen, um Dinge zu verändern. Ihr ganzer Boykott führt nur dazu, dass der sich immer mehr verhärtet. Und nicht vergessen, die, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja. Darf ich mal aber stimmt was doch drauf auch. Entgegnen? Ja, Sie dürfen gleich entgegnen. Und zwar nee, nicht vergessen, dass also ich würde jetzt mal hier die Redezeit Bush vergeben wollte, und dass die ganze, Harms, dass die ganze die Frage Ukraine gestellt? In die NATO kommt. Ja. Sie dann hätte selber? Auch seine Streitmacht in der NATO darf gestanden. Dagegen haben Sie nicht protestiert, Frau Harms. Nur bei auf. Russland reagieren Sie so allergisch. Also ich habe schon gegen das nervt viele mich ein bisschen. Kriege ja, ja, aber trotzdem. Ja. Also jetzt noch mal die Frage. Sie dürfen selber nicht einreisen. Ist es so leicht, wie Herr Gysi sich das vorstellt, bezogen auf den Fall von Hajo Seppelt, dass die Kanzlerin jetzt da mal anrufen könnte und dann ginge das? Klar kann sie das. Also ich habe nicht erst angefangen, gegen Kriege zu demonstrieren, als Krim besetzt wurde oder der Krieg im Osten der Ukraine losgegangen ist. Aber bei Jugoslawien? Wir haben in der Jugoslawien-Frage unterschiedliche Positionen bei den Krieg Grünen trotzdem gehabt. Und wir haben immer darum gerungen, dass gerade auch in den Erfahrungen aus dem Jugoslawien-Krieg, dass das Völkerrecht respektiert werden muss. Ich habe Demonstrationen angeführt gegen den Irakkrieg, schon gegen den ersten. Also ne, wir können über alles reden, aber nicht so, dass ich immer Kosovo. Nur antirussisch bin. Nein, ich, würde ich will nur noch den Fall Seppelt, dass wir das einmal verstehen. Der Fall Seppelt, also dass ich nicht einreisen darf, ist was ganz anderes als dieses erste Einreiseverbot bei Herrn Seppelt. Finde ich auch falsch. Dass ich nicht einreisen darf, das liegt daran, dass die russische Regierung nicht wollte, dass ich mich mit Menschenrechtsanwälten und der Menschenrechtsorganisation Memorial zusammen um ukrainische Gefangene in Russland kümmern wollte. Deswegen habe ich als Erste im Europaparlament dieses Einreiseverbot bekommen. Das macht für mich, das macht für mich. Bekommen. Ja, das können Sie ja mal anfangen. Mache ich gerne. Das macht für mich große Probleme. Jetzt muss ich Ihnen das mal sagen, das macht für mich große Probleme, dieses Einreiseverbot, weil ich sehr gerne in Russland politisch gearbeitet habe. Ja, die müssen einfach mal Widersprüche aushalten. Das müssen Sie mir nicht sagen. Eine Katastrophe, sage ich denen auch, dass ich, wenn gute Freunde von mir sterben, in Russland nicht zu den Trauerfeiern kann, wie das jüngst bei Arseni Roginski, dem langjährigen Vorsitzenden von Memorial, der Fall gewesen ist. Was mich so umtreibt in dieser Auseinandersetzung um die Fußball-Weltmeisterschaft und wer fährt und wer sich mit Putin ablichten lässt, ist nicht eine neue Sanktion, sondern ist die Frage, was für ein Zeichen wir zum Beispiel auch an die Zivilgesellschaft in Russland senden. Finden Sie denn die Sanktionen richtig oder falsch? Die Sanktionen, die europäischen Sanktionen, da bin ich Angela Merkel ausdrücklich dankbar, dass sie gesagt hat, keine militärische Reaktion, diplomatische Lösung, aber es muss Konsequenzen haben, wenn man das Völkerrecht so bricht, wie Russland das getan hat. Also lassen Sie mich den anderen Gedanken zu Ende bringen. Nein, Herr Gysi,
Lassen Sie mich diesen anderen Gedanken zu Ende bringen. Russland ist mehr als Wladimir Putin. Ich liebe Russland. Ich liebe die russische Kultur. Ich mag meine russischen Freunde. Aber ich bin eine hartnäckige Putin-Gegnerin und hartnäckiger seit dem Krieg im Osten der Ukraine. Noch hartnäckiger seit Aleppo und besonders hartnäckig, wie Sie ja auch, seit Afrin. Ja? Und ich finde, dass man, wenn man heute über das Signal redet, was die Anwesenheit von westlichen Politikern auf Tribünen angeht, dass man dann nicht nur über Putin, sondern über ganz Russland nachdenken will und dass man auch Hoffnung schaffen muss für diejenigen, die in Russland sich trauen, gegen Wladimir Putin etwas zu setzen. Dass man an die Schwulen denken muss, richtig, gegen die Pogrome stattfinden in Russland. Ich habe gerade gesagt. Da lege ich Wert darauf, dass es so eine Stimmigkeit westlicher Politik aber gibt. Aber Frau Harms, nehmen Sie auch Folgendes zur Kenntnis. Bevor die ganze kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine stattfand, gab es bei den westlichen Diplomatischen unterschiedliche Auffassungen. Die einen haben gesagt, damit dort nichts passiert, müssen wir eine Lösung finden im Interesse der Ukraine, Russlands und in unserem Interesse. Und die anderen haben gesagt, wir müssen Russland nicht mehr befragen. Wir können das allein mit der Ukraine machen. Und die Letzteren waren die Mehrheit und haben sich durchgesetzt. Dafür bezahlen wir noch heute. Und wenn Sie über die italienische Regierung schimpfen, das verstehe ich sehr gut, aber da sage ich auch, das ist das Ergebnis der Politik von Merkel und Schäuble in Bezug auf den Süden Europas. Und der ganzen direkten Unterstützung aus Russland. Wir kriegen jetzt lauter Bittungen. Sagen Sie doch mal was dazu, dass also Ja, das kann ich Ihnen sagen, das ist völlig falsch. Nee, Frau Bell, lassen Sie mich auf die Frage antworten, dass Russland die rechten Kräfte in Europa unterstützt. Aber warum? Weil die EU Sanktionen gegen Russland beschlossen hat. Nun wollen sie die EU nicht mehr. Vielleicht waren die Sanktionen schon deshalb falsch. Man muss immer einen Schritt weiterdenken. Ich möchte einen Schritt weiterdenken. Gutes Stichwort, Herr Giese. Ich will nämlich dahin denken, was wir schon angerissen haben mit Arne Friedrich, der das am Anfang der Sendung schon angetippt hat, nämlich hinzuschauen, in der aufgeladenen Stimmung, über die wir diskutieren, reden wir über ein Turnier von Fußballern. Richtig. Von Nationalspielern, die sich jetzt in irgendeiner Weise verhalten müssen. Und da hat Oliver Bierhoff zum Beispiel eine Art von Briefing vor. Arne Friedrich wird uns sagen können, was sich hinter sowas versteckt. Wir werden die Spieler über das Gastgeberland Russland informieren, weil sich viele bestimmt nicht über die Vielfalt der Themen bewusst sind. Wir wollen keinen Maulkorb verhängen, aber eine Richtlinie an die Hand geben. Der Sport wird sicher auch wieder bei der WM von der Politik benutzt. Man denke nur an die Debatten um Jérôme Boateng bei der EM 2016. Darauf müssen die Spieler vorbereitet werden. Herr Friedrich, vielleicht mögen Sie uns da mal eine Art Einblick geben. Er sagt ja, keinen Maulkorb verhängen, Olli Bierhoff, aber eine Richtlinie an die Hand geben. Genau, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, keinen Maulkorb zu verteilen, weil im Grunde genommen sind alle mündige Menschen und wir alle haben natürlich die Möglichkeit auch in unserem Land freiheitslebend unsere Meinung zu äußern. Und, aber natürlich ist es wichtig und richtig, vor so einem Turnier gerade im Hintergrund betrachtet, was für politische Spannungen eben dort sind, auch entstehen, was auch passieren kann. Wenn man sich ablichtet mit Präsidenten zum Beispiel, was es für eine Tragweite hat. Und im Grunde genommen, ich persönlich glaube schon, dass ich gebe Herrn Giese recht, am Ende kann man es nur im Dialog schaffen. Und ich hatte kurzzeitig auch so ein bisschen Angst um Sie beide, dass ich mich dazwischen setzen musste. Aber ich habe es nachher wirklich schön gefunden, dass im Dialog das alles wieder ein bisschen abgeflacht ist. Aber im Grunde genommen, ich finde es toll, wie es Oliver Bierhoff macht, aufzuklären, aber eben keinen Maulkorb zu verhängen. Denn das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sind alle mündig. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu äußern. Und deswegen finde ich das gut, was Herr Bierhoff sagt. Aber er sagt ja auch gleich, die Gefahr ist immer groß, politisch vereinnahmt zu werden. Dann egal von wem und egal und wahrscheinlich auch rasend schnell. Wie eng werden die Nationalspieler denn dann doch noch geführt, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich das falsche Wort, um eben nichts Falsches zu sagen? Also im Grunde genommen ist jeder erstmal für sich selbst verantwortlich, aber der DFB hat natürlich die Hand drüber und klärt auf. Im Grunde genommen gebe ich komplett recht. Die Politik darf den Fußball nicht instrumentalisieren. Auf der anderen Seite finde ich schon, jetzt mal fernab von der Weltmeisterschaft, Vereine, Verbände haben schon auch aus meiner Sicht die Verantwortung, gesellschaftspolitisch eben auch Zeichen setzen zu können. Zum Beispiel Hertha BSC, take a knee zum Beispiel. Das ist eine Geschichte, ich persönlich fand sie gut. Ich hätte es mir noch mehr gewünscht, eigentlich, dass man das als eine ligaweite Aktion macht, dass man halt jetzt nicht nur einen Verein raussucht. Aber das müssen wir kurz erklären?
Ja, take a knee. Es ging um den Rechtsradikalismus in Amerika. Der Footballspieler von den 49ers hat sich hingekniet zur Nationalhymne, was dort ein Riesenproblem ist aufgrund der rassistischen... Dem Präsidenten ist es ein riesiges Problem. Dem Präsidenten ist es ein riesiges Problem. Und im Grunde genommen hat er sich aus Solidarität gegen Rassismus hingekniet während der Nationalhymne. Und Hertha BSC hat diese Geste aufgenommen. Und vor einem Bundesligaspiel, ich weiß nicht, gegen wen es war, haben sie sich hingekniet als Team. Ich persönlich fand es gut. Wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn man das ligaweit gemacht hätte, aber das sind Themen... Das ist nur nicht verstanden worden. Ja, das ist vielleicht auch noch eine Geschichte, aber gesellschaftspolitisch, also, finde ich schon, hat der Sport eine Riesenverantwortung. Ja, aber wenn Sie jetzt mal schauen, Mo Salah, ägyptische Präsidentschaftswahlen, er wurde nicht als Präsident sozusagen aufgestellt, kandidiert, hat Stimmen bekommen. Im Grunde genommen sind Fußballer... Millionen. Sind Fußballer Vorbilder. Natürlich haben sie Verantwortung, natürlich... Ist es unglaublich wichtig, wie sie Sportler geben. Aber sie haben auch eine unglaubliche Power, Zeichen nach außen zu geben. Und ich finde, da müsste man insgesamt zusammenkommen, als Liga, als Verband. Das ist genauso, wenn es darum geht, Weltmeisterschaften zu vergeben. Da gebe ich Ihnen recht, die FIFA. Im Grunde genommen muss man da doch ansetzen. Es geht doch nicht um die Politik. Am Ende geht es nur um Geld verdienen. Richtig. Das ist halt das aber Problem. Und, ja, den Garcia-Bericht über die Vergabe, den kann man jetzt ja nachlesen. Ja. Den kann man im Grunde genommen... Dennoch, man muss auch sagen, das ist ja der Wahnsinn, dass jetzt erst die FIFA und auch die UEFA für die anstehenden Vergaben haben sie als eines der Kriterien die Menschenrechtsfragen berücksichtigt. Bislang ist das nicht berücksichtigt worden. Ja. Jetzt steht an, 27. September, glaube ich, die Entscheidung, wo die EM 2024 stattfinden wird, ob in der Türkei oder in Deutschland. Da sollen dann auch Menschenrechtsfragen neuerdings mal eine Rolle spielen für die WM 2026 auch. Aber erst jetzt, Herr Röttgen, das ist doch, muss man sagen, der absolute Wahnsinn eigentlich, dass man über diese Dinge bislang nicht nachgedacht hat. Dennoch, die Nationalspieler, was erwarten Sie von denen? Ist das zu viel verlangt? Arne Friedrich sagt ja, die machen viel. Zum Beispiel die Riesenkampagne gegen Rassismus auch. Sie können mehr machen, das ist mein Punkt. Okay, aber was wäre das dann, Herr Friedrich? Im Grunde genommen geht es mir jetzt, bevor Sie das Wort ergreifen, geht es jetzt auch nicht um Einzelne und nicht unbedingt um Einzelne. Mein Punkt ist, Fußballer sind mündige Menschen. Und es gibt Leute oder es gibt Spieler, die interessieren sich für Politik und die haben auch das Recht, sich zu äußern, finde ich. Es gibt Spieler, die interessieren sich überhaupt nicht für Politik. Und da finde ich es auch in Ordnung, wenn die sich nicht äußern. Aber ich finde zum Beispiel ligaweit etc. oder auch mit Verbänden, die müssen zusammenkommen und eventuell Zeichen, aus meiner Sicht Zeichen setzen, weil der Fußball eine unglaubliche Reichweite, eine unglaubliche Power hat. Das ist mein Punkt. Gut, also generell teile ich diese Auffassung, was zum Beispiel Deutschland anbelangt, dass man auch die Bekanntheit einsetzt, um sich für entweder Allgemeinbelange oder auch für persönliche Überzeugung einzusetzen. Das halte ich für völlig legitim und richtig. Man muss sich nur jetzt in dem Fall Russland auch entscheiden. Mein Argument und Ihr Argument am Anfang war ja, naja, es ist am meisten Sport. Mhm. Und darum würde ich auch sagen, ich habe ja eben meine Position dargelegt, aber ich würde diese WM als Politiker und Minister jetzt nicht benutzen, um Gespräche zu führen. Sondern wenn ich dahin fahre, fahre ich zu dem Sportereignis, würde es auch betonen. Und ich würde, also ich bin weit davon entfernt, jetzt Ratschläge zu geben an Spieler, aber ich würde auch, also jetzt sage ich mal einfach meine Meinung als Zuschauer, ich würde, glaube ich, auch gerade mich in dem Fall Russland auf das Sportliche konzentrieren. Und das wird auch passieren. Das wird, weil das so habe ich auch gar keinen Zweifel daran, dass es passieren wird. Aber in diesem speziellen Fall würde ich es wirklich auch empfehlen, sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Und warum, Herr Röttgen, weil es so riskant ist? Weil man so viel falsch macht? Weil wir wollen Weltmeister werden. Das ist erstmal das Erste. Also es geht darum. Ich glaube wirklich, dass man diese... Also erstens, glaube ich, tut man den Spielern damit keinen Gefallen. Wenn man in diese Kompliziertheit dieser Thematik sozusagen jetzt die Spieler, die da ausgewählt worden sind als Fußballer und Sportler und nicht als Diplomaten und Politiker und als sonst was, sozusagen in diese Konfliktlage hineinwirft, da würde ich mal sagen, es kann tendenziell eigentlich nur schiefgehen. Wir haben ja jetzt Erfahrungen mit einfach gelagerteren Fällen gehabt. Sie meinen Özil und Gündogan und Erdogan? Aus der Nationalmannschaft würde man sagen, das ist noch ein wirklich komplizierterer Fall. Und darum würde ich sagen, hier würde ich eher politische Zurückhaltung würde ich empfehlen. Was unterstellen Sie in dem Fall eigentlich? Dass Mesut Özil und İlkay Gündoğan überrumpelt worden sind oder ist es eine politische Absicht gewesen? Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mit beiden telefoniert und gesprochen. Ich kenne beide natürlich persönlich. Ich glaube schon, dass sie es unterschätzt haben. Der DFB, ich fand es sehr gut, dass der DFB sich hingesetzt hat mit beiden Spielern und das auch wirklich klar zu machen, dass es eine unglückliche Aktion war, gerade jetzt auch vom Turnier, gerade aufgrund der Hintergründe in der Türkei. Ich fand es sehr gut, dass danach ein Treffen organisiert wurde. Ich glaube, von İlkays
sozusagen Standpunkt aus, eben mit Herrn Steinmeier sich zu treffen. Das fand ich sehr wichtig und richtig, aber im Grunde genommen war es eine sehr unglückliche Aktion und wurde so auch vom DFB kolportiert. Aber ich gebe Ihnen recht, die WM sollte in erster Linie der Fußball bestimmen. Ja. Deutschland hat ein ganz großes Ziel, die WM wieder zu gewinnen. Und ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Oliver Bierhoff alles dafür tun wird, sie auch so gut es geht abzustimmen. Aber Sie mir zu, da stand Richtlinie. Das finde ich, was man machen muss, informieren. Und gleichzeitig würde ich aber jetzt Wortglauberei. Genau, aber ich glaube, Sie müssen über das Land und die Situation informiert werden. Und gleichzeitig würde ich sagen, haltet euch gut. Das haben wir auch schon. Die organisieren sich ja mit Amnesty International dazu. Es geht jetzt einen Aspekt mal reinbringen. Es geht natürlich auch um die russische Bevölkerung. Ja. Und Frau Will, wir haben natürlich auch eine Entwicklung, eine historische Entwicklung, dass es eigentlich toll war, dass die russische Bevölkerung zur deutschen Bevölkerung im Laufe der Nachkriegszeit ein immer positiveres Verhältnis gefunden hat. Und ich meine, die Eingruppierung, die Deutschen sind ein Teil der Lösung, nicht ein Teil des Problems, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Und ich meine, bei den Schrecknissen, die man immer wieder erwähnen muss, 27 Millionen Tote auf der russischen Seite, den größten Blutzoll insgesamt gezahlt. Und wer das zu verantworten hat, das weiß auch jeder, Adolf Hitler, für Nazi-Deutschland. Dass sich das so entwickelt hat, ist meines Erachtens eine großartige Entwicklung. Nur stellen wir jetzt fest, dass natürlich, und das muss man immer sehen, dass das nicht nur jetzt gegen Putin gerichtet ist, was hier argumentiert wird, sondern dass die russische Bevölkerung ein anderes Verhältnis gegenüber Deutschland, gegenüber der deutschen Bevölkerung gewinnt. Und ich sage ganz offen, die Deutschen werden heute nicht mehr so positiv gewertet in der russischen Gesellschaft. Wir haben nicht nur die Zivilgesellschaft in den großen Städten, sondern wir haben das größte Land in der Welt, geografisch gesehen, das 150 Millionen Menschen hat und die natürlich unterschiedlich strukturiert sind. Und wenn ich jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, ich boykottiere sie ja nicht. Kein Volk erhebt, auch die Engländer sagen nicht mit Mehrheit, die Engländer sollen nicht nach Moskau fahren. Klar. Also, und die Deutschen, auch wenn sie kritisch eingestellt sind, natürlich wollen alle diese Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Frage muss man dann ernsthaft einmal stellen, gehen wir mit dem gleichen Maßstab heran an alle Länder? Wenn ich mir nur mal China anschaue, ich will nicht aufrechnen, aber ich glaube, wir regen uns Können über wir das... Können wir noch mal bei Russland... Wir versuchen ein gutes Verhältnis zu diesem Land zu gewinnen und wir schauen dort auch nicht gegenüber dem Friedensnobelpreisträger, der seit 10 Jahren nicht einmal vor seinem Tode noch seine Frau besuchen lassen durfte und die Frau, die jetzt malträtiert wird, in einer Art und Weise, wo die deutsche Öffentlichkeit viel weniger eigentlich das beachtet, als wenn wir viele russische Ereignisse anschauen. Und deswegen will ich noch mal deutlich machen, wenn wir die Fußball-Weltmeisterschaft, kann jedes Land machen, jede politische Führung machen, wie es will. Mhm. Ich halte es für falsch, nicht jetzt, weil man da unbedingt Gespräche führt. Die führt Herr Maas morgen mit Herrn Lavrov in Berlin und mit dem französischen Außenminister. Das finde ich gut und das finde ich richtig im normativen Format, um in der Ukraine weiterzukommen. Aber müssten wir nicht auch deutlich machen, ja, die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein großes Ereignis in Russland. Klar, dass natürlich auch die Politik das gebrauchen kann und Putin das natürlich auch nutzt, das ist gar keine Frage. Ist das aber den Preis wert, dass in der russischen Bevölkerung dieses Nein zu der Weltmeisterschaft, dass also die Deutschen nicht kommen, die Kanzlerin nicht kommt, der Bundespräsident nicht kommt, der Bundesinnenminister nicht kommen sollte. Ich glaube, er wird hingehen. Ich werde ihm auch zuraten, dort hinzugehen und die Flagge zu zeigen an der Seite der deutschen Nationalmannschaft, als Repräsentant eines freien Landes, wo man Kritik üben kann, wie und wo man will, und das ist ja auch ein großer Wert an sich, aber die russische Bevölkerung darf ich nicht emotional gegen Deutschland aufbringen, das wäre ein schwerer Fehler. Frau Harms, riskieren Sie das damit? Mit Ihrer Forderung nach einem politischen Boykott, dass sich die russische Bevölkerung zurückgesetzt fühlt? Das wird sicher, wenn es so käme, so ausgelegt werden. Ob das noch etwas verändert,
oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, weil es ja nicht aber das so ist. Ja ein Schaden, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass die deutsche Politik oder die europäische Politik sich nicht um gute Verhältnisse nach allem Schaden, der angerichtet worden ist, bemühen wird. Also bei den Assoziierungsverhandlungen hat das, da war das mit Sicherheit nicht der Fall. Aber also bei dem Assoziierungsabkommen, als es ausformuliert worden ist, saß eine russische Delegation über ein Jahr immer wieder in den Verhandlungen und hat gesagt, aber, Daumen rauf, Daumen davor, runter, erzählen davor, Sie mir nichts. Aber davor, erzählen Sie mir nichts. Ich würde gerne bei dem Punkt bleiben, riskiert man, dass sich die russische Bevölkerung zurückgesetzt Also ich fühlt. Glaube, und dann nochmal zurück zu der Begründung der Europäer, die unseren Appell unterschrieben haben, der europäischen Politiker. Ich glaube, dass diese Fußballweltmeisterschaft ein Instrument ist, mit der Putin nach innen seine Stärke und die Härte seiner Politik gegenüber dem Westen versucht. Glauben Sie, dass er das heute noch braucht? Also ich meine, das braucht er andauernd, weil einfach das Leben in Russland so schlecht ist, also in jeder Hinsicht schlecht ist, dass Putin immer mehr Glanz auf sich lenken muss, um eben die Schwächen seiner eigenen Politik, der ist ja lange genug Präsident gewesen und Ministerpräsident gewesen, um die Schwächen seiner eigenen Politik nicht verantworten zu müssen. Und Sie sagen so viel über Russland. Was sagen Sie denn dazu, dass der Stalin-Kult auch angefeuert durch den Kreml und Putin zurückgekehrt ist. Hier wird ein Satz von Obama seit Jahren auf die Goldwaage gelegt. Die Sätze, die in Russland gesagt werden von Putin über das Einsammeln russischer Erde überall auf dem europäischen Kontinent, zum Beispiel. Über all das wird geredet. Und deswegen glaube ich, dass diese Fußballweltmeisterschaft, und ich finde, die werden zu Recht Putins Spiele genannt, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft ein Baustein in der Strategie Putins ist. Jetzt noch, und die Vergabe war von Anfang an falsch. Aber, und das ist von Anfang an kritisiert worden. Frau genau Hamms, lassen Sie Herrn Röttgen kurz zu Wort kommen. Ich finde eigentlich alles, ich teile das, was Sie... Es liegt auch ein bisschen an uns, ob es Putins Spiele werden, wenn wir das immer selber sagen. Ja. Sozusagen, das ist breit, sozusagen beteiligen wir uns auch ein bisschen an seinem Erfolg. Ich stimme Ihnen in fast allem zu. Der einzige Punkt ist nur, die Propaganda Putins wird es genau in dem Sinne auslegen. Und das ist mein Argument. Das wird nur nicht gelegen. Das ist mein Argument gegen Ihre Position, dass Sie sozusagen, dass Sie ihm Futter, dass Sie ihm Nahrung für seine Propaganda geben, die sozusagen seinen Erfolg noch sozusagen verstärken wird. Darum glaube ich, ist es gut gemeint, aber am Ende wird es eher schädlich und kontraproduktiv. Darf ich dem Nicht-Fußballer eine Bemerkung geben? Das wird Putin deswegen nicht gelingen, weil der russische Fußball, das wird für die auch ein Problem sein, wenn man jetzt wirklich mal das unter sportlichen Gesichtspunkten sieht. Der russische Fußball ist so weit hinter dem Spitzenfußball in Europa, dass die russische Nationalmannschaft, in dieser Fußball-Weltmeisterschaft nach meinen Erkenntnissen fußballerisch keine Rolle spielen wird. Was wiederum für die Rolle nicht gut ist. Und das wird natürlich deswegen auch die Euphorie, die Euphorie der Russen sozusagen für Nation und Putin ein Stück hemmen. Also das muss man hier ehrlicherweise einfügen, denn wer soll denn, wir wissen doch, wer für Russland spielt. Aber und wir wissen, welche Leistungen sie international erbringen das können. Das macht sie umso verletzbarer. Das muss man ja auch mal deutlich machen. Ja, deswegen Putin-Spiele zu nennen, Frau Hamms, das halte ich wirklich auch für falsch. Sie tun ja gerade so, als würde Putin als Mittelstürmer da noch auf der mitlaufen. Der wird einmal auftreten, der wird die eröffnen und dann wird sozusagen der Fußball im Mittelpunkt stehen. Macht jeder König, jede Königin, jeder Präsident. Aber was anderes. Ja, die nutzen das nicht immer aus der Politik. Aber Ihnen will ich etwas sagen. Sie sagen, Sie waren genauso wie ich gegen den Irakkrieg. Welche Sanktionen haben wir denn gegen den Völkerrechts das würde ich jetzt ungern noch USA aufmachen. Die Frage, verstehen Sie, Sie ganz ehrlich? Sie sagen bei Russland Sanktionen, bei anderen natürlich nicht. Darf ich einmal dazu was sagen? Es gibt ein Verhaltensmuster.
seit 4 Jahren von Putin und der putinschen Außenpolitik. Es gibt viele andere Fehler und Verbrechen, wir haben auch vieles falsch gemacht. Aber es gibt von Putins Seiten aus seit 4 Jahren ein Verhaltensmuster. Das ist Gewaltanwendung außerhalb seiner Grenzen, es ist Unterdrückung innerhalb seiner Grenzen und es ist dieses Narrativ, ja. wir sind die Verfolgten, wir sind die Opfer. Und das ist seine Politik, ob es in Aleppo ist, ob es in Syrien ist, ob es in der Ukraine ist. Und das ist immer eine permanente Verniedlichung, Verharmlosung, Beschuldigung, die sie machen. Der muss einfach mal widersprochen werden. Ich ziehe jetzt das bringt jetzt nichts mehr, wenn alle übereinander reden. Meine Damen und Herren, man versteht nichts mehr. Und der Westen sagt, wir gehen wir klären das in einer nächsten Sendung, aber jetzt nicht mehr in dieser. Ich möchte nämlich am Schluss noch mal Arne Friedrich fragen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir hören, dass der russische Fußball aus dem Munde des Kenners Edmund Stoiber nicht mithalten wird. Die USA wenden auch laufend Gewalt ein. Ob Deutschland denn den Titel verteidigen kann? Stopp! Das ist jetzt die Frage, die ich zum Schluss klären will. Also ich gebe Herrn Stoiber recht. Ich glaube schon, dass die russische Mannschaft natürlich Außenseiterchancen hat. Definitiv. Ich würde mich fürs Turnier selber würde ich mich freuen, wenn sie weiterkommen würden. Ganz einfach aufgrund der Euphorie. Ja. Die Deutschen werden wieder ein hervorragendes Turnier spielen. Ich bin froh, dass sie gestern verloren haben gegen Österreich. Warum? Standesgemäß, das ist ein gutes Zeichen? Standesgemäß vor der WM wird immer verloren. Das war immer ein ganz gutes Zeichen. Alle wachen noch einmal auf. Ich habe alles mitgemacht. Toi. Ich glaube, dass Deutschland ein sehr, sehr gutes Team hat. Sie haben einen unglaublich erfahrenen Trainerstab. Natürlich gibt es Mannschaften wie Spanien, die ich sehr, sehr stark oder für sehr stark halte dieses Jahr. Auch Frankreich zum Beispiel, Argentinien. Messi möchte auch unbedingt mal Weltmeister werden. Der wird alles dafür tun. Aber ja, wahrscheinlich, wenn es gegen Deutschland geht, wird es wieder schwierig. Ich hoffe und glaube, dass Deutschland sehr, sehr weit kommt. Aber am Ende, wer es dann am Ende wird, das wird sich zwischen diesen 4 Mannschaften am Ende wahrscheinlich, vielleicht mit Brasilien, wenn Neymar fit bleibt. Aber ich glaube, am Ende. Aber Sie haben recht. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in 1,5 Wochen, meine Damen und Herren. Derweil sich die Damen und Herren hier noch weiter unterhalten. Nutze ich die Gelegenheit, um nach Hamburg zu schalten zu der